Hola, soy Christian Schössinger, ihr Terawan W Viola TV. Hallo, ich bin Christian Schössinger und ihr seht Viola TV. Christian Scheußengeier hat sich in den letzten Wochen mit starken Leistungen in die Startelf gespielt. Seine Karriere wäre beinahe gar keine geworden. Ich wollte eigentlich nicht Fußballer werden. Ich habe einen Bruder, der hat immer Fußball gespielt und ich war halt immer so lustlos, immer zu Hause, habe mich halt mit anderen Sachen beschäftigt. Dann habe ich mich immer zum Training mitgenommen und dann hat sich das halt so entwickelt. Erstens muss man mal verletzungsfrei sein. Talent spielt auch eine Rolle, aber sehr viel Glück muss auch dabei sein. Und dann muss man halt sehen, ob du so überhaupt das Zeug hast, Profi zu werden oder nicht. Aber ja, ich bin halt froh, dass ich jetzt halt Fußballprofi bin. Ich habe halt in einem Jahr so einen Schub bekommen, wo ich halt extrem gewachsen bin. Und da war ich schon halt mit den jüngeren Jahren, war ich schon oben, halt im alten Verein in Linz noch. War ich schnell mit 15 bei den Profis, sage ich einmal, das war halt der Viertligist-Mannschaft, aber das war halt auch was Außergewöhnliches halt für diesen Verein. Und so habe ich mir gedacht, okay, da kann halt was entstehen. Und sie haben mich halt gut gepusht, geholfen und dann hat sich halt das Ganze so entwickelt. Christian Scheußengeier stand schon länger im Fokus von Austria Wien. Im Sommer wurde der Transfer dann realisiert. Der ehemalige Cheftrainer Thorsten Fink war mal beim Spiel von der Nationalmannschaft in der U21. Haben wir, glaube ich, einmal gespielt. Eine Qualifikation gegen Deutschland, da war er vor Ort in St. Pölten, hat sich die Partie angeschaut. Habe ich eine gute Partie abgeliefert, so ist das Interesse gekommen. Dann ist es halt so weit gekommen, dass ich halt gewechselt bin. Das Training ist gut, muss ich sagen. Auch wenn es manchmal zur Sache geht, das gehört dazu. Aber die steuern das richtig gut, sage ich, das Trainerteam. Wir wissen alle, wenn wir so weitermachen, dann können wir halt was erreichen. Christian Scheußengeier saß in den ersten Runden auf der Bank. Für die Startelf musste er sich mit starken Trainingsleistungen empfehlen. Es war nicht leicht für mich, sage ich einmal. Es ist halt immer schwierig für einen Spieler, der halt hohe Erwartungen hat, der was immer spielen möchte, der was erreichen möchte mit der Mannschaft. Nichtsdestotrotz musst du halt immer Gas geben, auch wenn du nicht spielst. Du musst immer fokussiert sein. Ich habe mein Ziel, dieses muss ich immer fokussieren. Und ich habe gewusst, irgendwann wird sicher meine Chance kommen. Und die muss ich halt einfach eiskalt ausnutzen. Christian Scheußengeiers familiäre Wurzeln liegen in Oberösterreich und in der Dominikanischen Republik. Unterschiedliche Welten, unterschiedliche Mentalitäten, die er mühelos vereint. Wir sind halt eine sehr große Familie, Seite von meiner Mutter, die ist aus der Dominikanischen Republik, wo ich auch unten geboren bin. Und wir sind da immer in der Kommunikation, wir hören uns immer und ich fliege oft runter, aber ich sage mal, dort in der Karibik hast du eher das Positive, die Ruhe. Die leben ihr Leben, sage ich immer. Die genießen jeden Moment. Da gibt es durchgehend Sonne oder Regen oder sowas. Die leben einfach ihr Leben. Es ist eigentlich positiv, aber hier in Europa kannst du halt nicht so überleben, wie die halt dort leben. Aber es ist was Schönes. Man sieht halt beide Seiten, sage ich immer. Könntest du dir vorstellen, dort zu leben? Am Strand schon. Na, aber ich glaube, meine Zukunft ist hier in Wien, glaube ich. Ich habe zwei Kinder, eine Stieftochter und ein Sohn jetzt, der was 9,5 Monate ist. Und ja, ich bin sehr glücklich. Ich liebe meine Familie über alles. Christian Scheußengeier ist ehrgeizig, hat Ziele. Das Wichtigste ist aber etwas anderes. Das Erste ist einmal, dass ich halt verletzungsfrei bleibe. Das ist das Wichtigste. Dass ich gesund, nicht nur für mich, auch für meine Mitspieler. Ich glaube, das wünscht mir jeden, dass er verletzungsfrei bleibt. Und meine Ziele möchte ich halt nicht so in der Öffentlichkeit sagen, aber dass ich diese Ziele fokussiere und dass ich mit der Mannschaft was erreiche. Jetzt will ich nicht sagen gewisse Sachen, aber wir sind auf einem guten Schritt. Schauen wir mal Ende des Jahres, was dann passiert. Also du willst jetzt nicht sagen, wir sind 5 Tore und... Nein, ich habe meine Ziele. Sicher sage ich, ich möchte spielen, das ist ja klar. Ich möchte, wenn es geht, jede Partie spielen. Wenn es wichtig für mich ist, weil ich als Verteidiger mal hinten zu null spielen, ich kann nicht jetzt verlangen, dass ich halt 5 Tore mache als Verteidiger. Aber
dass ich hinten stabil mit der Viererkette, oder kommt darauf an, wer neben mir spielt, dass man halt gut hinten steht und dass ich für die Austria ein paar Tore schießen kann.